Yaoi. Oh shit. Das war kein gutes Yaoi. Yaoi, meine Lieben, Bros und Ehren, ja, Bros. Der epische Kampf deutscher Anime-Synchronisation oder japanischer Anime-Synchronisation wird heute sein Ende finden, liebe Freunde. Heute auf dem koreanischen Basarmarkt gibt es sehr viele verschiedene Anime-Sprachen und wir werden heute herausfinden, welche die beste ist. Wir fangen heute an mit Naruto. Fangen wir an mit dem Original. Bin gespannt. Gesprochen von einem K-Pop-Star. Sheesh! Klar, Original ist natürlich richtig gut. Kommt auch sehr authentisch rüber. Ich würde dem so zu einer 8 von 10 geben. 8 von 10. Ist jetzt fair, oder? Ja? Als nächstes Englisch von meiner Deutschlehrerin gesprochen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, Frau Schmidt, Sie haben einen guten Job gemacht, tatsächlich. Aber es war nicht so authentisch. Es war auch gut, aber nicht so authentisch. Eine Sache muss ich dir nochmal kurz klarstellen. Die sprechen alle einfach viel männlicher, als ich überhaupt sprechen würde. Von daher überhaupt Credits an alle. Dem gebe ich eine 6, na, doch, 6 von 10. Spanisch. Von Unbekannt. What the fuck? What the fuck? Das klingt wie so ein spanischer Streetboy, der gerade seine Hombres bestellt, um mich zusammenzuschlagen auf der Straße. Hombres, muchachos, bios! In seiner Seltsamheit, das war okay. 5 von 10, okay, 5. Oh, Tobias Pippich, komm, hau raus. Deutsche Sprache, komm. Jutsu, der Schattendoppelgänger. Oh. Okay, an der Stelle muss ich sagen, alle anderen haben das halt ziemlich mit Energie gemacht, mit so einer mit Elan in der Stimme. Als wäre Naruto gerade auf Crystal Meth so richtig entspannt gechillt. Yo, Jutsu, alles entspannt. Ich liebe seine Stimme, aber es war leider, das war jetzt nicht das 4. Leider 4. Ombre war besser. Und Frankreich. Bonjour. Was gibt's hier uns? What the fuck war das? Das war ein Wort gefühlt. Multicollage. Und sie klang wie SpongeBob irgendwie, oder? Oh Mann, okay. Okay, das mochte ich nicht so. Es war 3 von 10. Oh yeah, Italiano. Komm schon, hau raus. Leonardo. Da Vinci. Tecnica superiore della moltiplicazione del corpo. What the fuck war das denn für ein langer Satz? Junge! Die Franzose packt aus Baguette, das war's. Und der spricht einmal die gesamte Bibel auf Italienisch nach. Klang aber cool. Weiter geht's mit Alucards Psycholache in 5 verschiedenen Sprachen. Ihr kennt Alucard. Helsing, Japan, Berlin. Oh, Junge, das ist schon krass. Das ist schon krass. Ja, 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 ich fühl's. Boah, geil. Boah, Leute, das war richtig. Ach, komm, was? Oh, Junge, der Typ, der fühlt es, ey. Der sieht gar nicht so aus wie diese Stimme, Mann. Seine arme Frau. Ich will nicht wissen, was bei dir zu Hause abgeht. Brutal, Alter. Das war eine 9 von 10. Ich wüsste nicht, wie es noch besser geht. Vielleicht noch ein bisschen mehr Craziness da rein. Und dann wäre es eine 10 von 10. Aber es war schon genug Craziness für eine 9 von 10. So, Mr. Crispin Freeman. Morgan Freemans weißer Sohn. Sag mal, was du drauf hast, mein Freund. Oh Gott, der klingt wie Homer Simpson. What the fuck ist das für eine dreckige A declaration of war. Excellent. I can't wait to destroy you again. Ja, ein bisschen besser. Das war besser. Wieso hast du nicht zuerst? Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Weintester, der so das Wein so stinkt. Das war es nicht. Also verglichen zu Japanisch war das wirklich schlecht. Ich will das nicht fertig machen oder so, weil Japanisch war einfach zu krank. Der Typ, der es gesprochen hat, ich glaube, er ist Alucard. Dem würde ich so leider eine 4 geben, weil das zweite war viel besser, aber das erste, das hat er direkt bei mir verkackt. Leider, es klang eher, als auf dem Klo sitzt mit Thomas Simpson so. Deutsch! Oh, Thorsten Münchow. Dieser Mann. Okay, ich erwarte gerade so viel. Dieser Mann ist für mich einer der crankesten Synchronsprecher. Hau raus! Oh, das ist das Verrückte, was ich wollte. Oh, und so männlich. Für eine wunderschöne Kriegserklärung. Wenn das euer Wunsch ist, vernichte ich euch bis zum letzten Mann. Oh, jetzt kommt. Junge, oh, der stirbt. Oh, krass, Alter. Toast, Mann. Tossi. Toast. Das war krass. Kommt nicht ganz ans Japanische ran, aber das war muchos grandes, hombre. Ich freue mich auf die spanische Version. 8 von 10.
Französisch. Von einem Hells Angels. Dafür das Verrückte. Das ist einfach nur ein Lachen gerade. Quelle magnifique déclaration de guerre. Bien, je vous pulvériserai autant de fois qu'il le faudra et je le ferai avec plaisir. Junge. Antoine? Die machen beim zweiten ein bisschen besser. Beim zweiten sind die immer ein bisschen besser. Der klingt so, als würde meine Mutter beleidigen irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Das war ja besser, auch 4 von 10 irgendwie. Italienos! Komm, Lorenzo, pack aus. Der klingt so, als würde jemand auslachen. Das klingt nicht böse, das klingt einfach so, als würde irgendwie... Bella dichiarazione di guerra. Accetto volentieri. Sarà un piacere. Der klingt so, als würde er gerade irgend so ein Mädchen abchecken. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Accetto bene, muchas gracias. Bitte! Oh, das ist gut. Das war gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Das war dieses Böse und 7 von 10. War das erste trotzdem verkackt. So, und jetzt kommen wir zu einem, worauf ich mich richtig gefreut habe. Und zwar, L aus Death Note sagt uns in 13 verschiedenen Sprachen, dass er L ist. Was ich meine, sehen wir gleich, Boys. I want to tell you, I'm L. Okay, so creepy as fuck. Ich gebe das eine 8 von 10. Wow, wow, vergiss 8 von 10. 4 von 10, das war 10 von 10, das war übelst krass. Io sono L. Einmal die Pizza Pepperoni, den gebe ich eine 7. Quiero decirte que soy L. What the fuck, das war eine 4? Ich hab's irgendwie, da kam kein Gefühl. En réalité, c'est moi L. Das war, auch wenn es ein bisschen krumm krank, eine 8. Nach Deutsch. Dieser L, das bin ich. Oh, vielleicht, welche Sprache kenne, ich sage aber auch 8. Chinesisch. Ich sage Mozart L, Mozart L, Mozart. Was für Mozart L? Mozart ist L? 6. Koreanisch. Oh, 9. Der war geil. Portugiesisch. Quero que saiba que eu sou L. Na, 4. War nicht so emotional. Und der Hall war nicht am Start. What the fuck war das für ein krummer Scheiß? 2? Okay, das war creepy. Das war einfach gerade creepy. Das war einfach gruselig. Einfach nur gruselig. Rumänisch. Das war wie so ein Anmacher an L. Light. Das war 6. Ungarisch. Oh, der war auch richtig gut. 8 von... Ey, das war richtig krass. Und als allerletztes gönnen wir uns nochmal Lelouchs böse Lache in 5 verschiedenen Sprachen. Geil, geil. Einfach nur geil. So kennt man es halt. Es passt einfach richtig geil. Lache on point. Er lacht so geil, alles stirbt. Er lacht einfach so geil, alles geht kaputt. Hammer. Hammer. Das war für mich... Eine 9 von 10. Ich weiß nicht, irgendwie, ich brauche so ein Gänsehaut-Feeling, um wirklich das 10 von 10 zu kriegen. Habe ich aber nicht. Hell, I welcome it even. I mean, of course, you and I are friends. Ja? Wow! Wow, ey, ey, das war auch richtig, richtig gut. Die hatten seine Lache übelst diese Psycho-Scheiße reingebaut. Seine Stimme an sich hat auch sehr, sehr gut gepasst. Und die Liebe steckt auch auf jeden Fall drin. Man hat gemerkt, dass er diese Rolle wirklich mochte oder ziemlich gut gesprochen hat. Dem gebe ich eine 8 von 10. Da hat auch ein bisschen was gefehlt zur 9. Je saurais t'accueillir. En tant qu'ami, je te dois bien ça. Der klingt einfach nur arrogant. Der klingt einfach nur wie ein arroganter Bastard. Man merkt, dass er auch auf jeden Fall richtig viel gegeben hat. Also er hat wirklich versucht, das richtig gut zu machen. Allerdings glaube ich, er konnte es aber noch nicht so gut machen wie die davor. Weil ich glaube, die davor hat einfach ein bisschen mehr Talent, was dieses Stimmliche angeht. Und daher kam das halt nicht so krass rüber wie die anderen beiden. Den gehe ich jetzt eine 6,5. Deutsch, Nico Sablik. Einer meiner Lieblingssprecher. Okay, also meiner wirklich Top-3-Sprecher. Komm raus, hau raus. Wenn du gegen mich kämpfen willst, dann werde ich dich aufs Allerherzlichste willkommen heißen. Oh, shit. Schließlich sind wir doch gute alte Freunde, oder? Ja, Mann, wir sind die besten Bros. Oh. Ah, also ich finde wirklich tatsächlich, seine Stimme passt auch so verdammt überragend auf diese Figur. Die Lache war leider nicht so gut wie die anderen. Er hätte mehr machen können, aber er hat es nicht gemacht. Es war eher so eine, ja, ich lache mal, weil ein bisschen krass, ja, ich habe die Welt erobert, wow. Aber es war nicht so eine, leider eine 7. Obwohl der Typ wirklich der absolute Psychopathen-Mensch ist. Italiener, okay, also die Italiener haben bis jetzt mich nicht so überzeugt von den ganzen Sachen her, aber mal gucken, ob jetzt das Krasses kommt. Se vuoi farti sotto lo stesso, va bene, ci sto.
Nein, die Pizza ohne verdammt nochmal Käse. Ich weiß auch nicht, wie ich racist klinge, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen alle, dass ich eine Pizza bestelle. Ti aspetto a braccia aperte. Sono qui nel nome della nostra amicizia. Oh! Hab Hoffnung gehabt. Das ist einfach nur ein böses Sache. Das ist einfach nur so ein... Das war kein verrücktes... Aber ich muss sagen, hier haben die Lelouchs wirklich mit am besten performt von den ganzen Sachen, die wir geschaut haben. Das war echt gut. Was denkt ihr, Freunde? Hab ich scheiße gelabert? Gab's irgendwas, was ihr besser fandet als ich? Ja? Sagt, haut aber rein. Haut aber rein, kommt da rein. Ey, wenn ihr Bock habt, kann ich sowas öfters machen. Es gibt so vielen verschiedenen Anime-Szenen, die bösen Lachen von Light, von Kira. Gibt es so viele verschiedene Versionen der bösen Lachen und die sind so gut. Wenn ihr Bock auf einen weiteren Teil habt, dann lasst einfach einen Daumen nach oben, damit ihr sehen kann, ihr Bock drauf habt. Und falls ihr Bock auf den allercoolsten Merch der Welt habt, Anime and Chill, dann checkt meinen Store kurudo.de ab. Erster Link in der Beschreibung ganz oben. Mega kranke Anime-Merch, checkt ihn ab. Und ja, ich würde sagen, Freunde, das war's für ein Video. Es hat mir echt Spaß gemacht, das zu bewerten. Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung abgeben. Meine lieben Ehren, Otakumakus. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt auf euren glänzenden Ohrchen auf. Bis dann. Und... Yeah, oh yeah.